Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby's Mouse Attack, Part Nummer 3. Ja, im letzten Part haben wir gegen Dede gekämpft, ja, der unschuldig von Kirby angegriffen wurde. Und haben festgestellt, dass auch er beklaut wurde von den Squeak Squads, oder extra von den Squeaks an sich, gell? Ich meine, ob man Squad noch hinten dran hängen sollte. Und wir haben hier ein Portal. Ich glaube, das ist ein Portal, damit man in die anderen Welten fliegen kann, glaube ich. Okay, alles klar, doch. Sieht man hier. Sehr schön. Sieht man auch, wie viele Welten es gibt. Okay. Tolles Portal manchmal. Er geht einfach selber den Weg. So, und wir haben ja hier in dem Level noch eine Schatztruhe vergessen. Und die werde ich dann gleich mal holen. Wie immer halt. So, eine Schatztruhe haben wir hier vergessen. Die war dann unten rechts, denke ich mal. Weil war ja ein anderer Weg. Okay, alles klar. Aber das weiß man halt natürlich vorher nicht. Das ist halt immer so die Sache bei solchen Games manchmal. Aber dafür sind die Level ja nicht super lang, dass man irgendwie sagen müsste, man hätte jetzt irgendwie große Zeitprobleme, was das angeht. Deswegen, wie gesagt, deswegen husche ich hier gerade so durch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, gerade den Gegner. Ja gut, dauert ein bisschen bei den größeren. So, kommen wir mal mit. Und die Schatztruhe können wir ja da oben mit stehen lassen, weil die ist ja nur dafür gedacht, dass man halt noch Fähigkeiten einsammelt, in dem Sinne. Deswegen, also, außerdem spawnen hier dann weniger Gegner. Hui. Komm mit hier. Da, 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 da. Alles knuffige Gegner teilweise und trotzdem, ja, haut Kirby einfach alles tot hier, wenn er so will. Kennt das nur so Deko oder was? Was ich übrigens auch interessant finde, ist, dass halt wirklich darauf geachtet wurde, wenn man jetzt irgendwo gegenschlägt, dass man den Boden damit mittrifft, dass der Boden eine Kollision hat, was das angeht. Das hier ist scheinbar immer so schnell. Oder so. Ich weiß nicht, woran das jetzt irgendwie festgemacht wird. Das war nämlich auch mal langsamer. Aber erstmal gucken, was wir da drin haben. Ah, neue Fähigkeit. Tierschrift. Alles klar. Also der, wenn wir Animal oder Tier bekommen, dann kriegen wir, haben wir dann eine neue Fähigkeit. Alles klar. Und dann geht es direkt weiter mit Level 2 2. Übrigens würde ich auch wieder was überprüfen. Und zwar, ganz kurz, die Level haben ja verschiedene Namen. Also, geht sieht so aus. Und zwar heißt hier das hier Spiegelsteppe. Und das andere heißt, mal ganz kurz gucken, heißt Naturnähe, Naturgarten, so rum. Dass es vielleicht sein kann, dass es auch in dem Teil hier so ist, dass die Anfangsbuchstaben wieder dann irgendwas in Verbindung bringen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist. Habe ich nämlich nicht darauf geachtet in dem Teil. Aber kann sein. So. Okay, wir kommen in eine Burg. Und wir kriegen hier sogar Boomerang. Ja gut, aber ich bleibe hier bei meinem Schwert. Na, waddel du und waddel die. Okay, es gibt hier zwei Wege, aber Wege, die man halt auch wieder zurückgehen kann. Was war das für ein Geräusch gerade? Achso, das hört sich immer so an, wenn man zuschlägt. Okay, alles klar. So, ein paar Kirschen. Darum haben wir wieder einschlafen. Halt immer nur gucken, ob links und rechts halt, je nachdem, ob wir, wo halt dann Schatztruhen sind, weil gerade wenn es dann mehrere Wege gibt, dann wird es natürlich ein bisschen unübersichtlicher, aber so soll es ja eigentlich auch sein. Okay, gibt es jetzt auch wieder zwei Wege. Aber es scheint wohl egal zu sein, ob man links oder rechts runter geht. Na gut, okay, von mir aus. Außerdem sollte ich mir auch mal merken, wie viele Schatztruhen in, pro Level drin sind, weil ich gehe in die Level rein und vergesse es dann sofort wieder. Das ist halt typisch ich, was es angeht. Aber ich denke mal schon, dass man die Schatztruhen dann schon irgendwo offensichtlich übersieht, was es angeht. Gibt es hier einen Weg und hier scheint ein normaler Weg zu sein, oder? Ich glaube es halt immer, ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier gibt es wieder nur ein kleines Okay. Aber wie gesagt, die sammle ich aus dem Grund schon nicht ein, weil ich den sowieso immer wieder aus dem Inventar werfen würde und dann, ja, dann lohnt es nicht einzusammeln. Deswegen. So. Wie gesagt, ich mag das Detail, dass halt das Schwert auf dem Boden solche Funken sprüht. Hätte man ja weglassen können. Okay, hier ist dann auch wieder sowas.
ja, wo wieder zugeht. Also gibt es nur einen Einmalweg. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Weg hier zuerst gehen sollte. Aber es sieht bloß aus, als ob das hier... Okay, da scheint es auf jeden Fall weiterzugehen, denke ich mal. Hier ist eine Kanone. Ja, so langsam fängt es an, hier mehrere Wege zu haben, gell? Okay, es gibt mehrere Wege. Das ist natürlich jetzt interessant. Na toll. Ich geh am besten jetzt erstmal ganz oben lang. Oder soll ich da reingehen? Ja komm, wir werden es ja merken, gerade wenn es drei verschiedene Wege gibt, werden wir sowieso garantiert den falschen Weg gehen und dann, ja, wir werden sowieso alle überprüfen, das wollte ich damit sagen. Lass mal da nochmal reingehen. Okay, es gibt wirklich drei verschiedene Räume. Okay, zumindest haben wir einen richtigen Raum, sage ich mal. Na komm, das will ich wieder raus haben hier. Schmeckt nicht. Also dann kommen wir hier raus. Und unten wäre dann, glaube ich, so ähnlicher Weg gewesen, oder was? Ja, aber doch, hier kommt... Also unten ist der eigentliche Weg und hier kommt man dann wieder zurück. Okay, alles klar, das ist natürlich sogar doch besser. Man kommt hier sogar runter. Ja, gut, klar, gut. Es gibt halt auch Türen, wo man halt nicht zurück kann. Deswegen ist von mir halt der Gedanke. Weil das war ja bei anderen Kirby Games, glaube ich, der Fall, dass man halt gesehen hat an der Tür, ob man da rein kann oder nicht. Ob es halt eine Weitergehtür oder halt eine Nebenraumtür ist, sage ich mal. Aber okay. Oh, hier muss ich mich sogar beeilen. Okay. Geh du. Gib die Schatztruhe her. Ich glaube, wenn er in seinen Bau geht, dann habe ich verloren. Man muss ihn ja nicht unbedingt besiegen, was es angeht. Aber gut. Okay, auf einmal ist es schnell geworden. Das ist, glaube ich, nur am Anfang langsam gewesen, damit man sich dran gewöhnt oder was. Gell? So, Farbspray Citrus. Wechsel deine Farbe. Können wir auch gleich machen. Und Geist-Emblem. Kirby ist ein Geist? Okay, gab es da noch extra Sachen oder was? Können wir mal gucken. Also einmal erstmal umfärben hier. Es gibt sogar viele Farben hier, merke ich gerade. So, ein bisschen Citrus, also so ein helleres Grün, was es angeht. Ich muss gerade gucken, wo waren das jetzt hier? Ne, das ist irgendein Sternsiegel. Das sind die Herzteile. Das sind die Bossteile, genau. Das haben wir sie alle. das sind die Puzzle, die man hier freischalten kann, genau. Wo haben wir denn jetzt dieses eine Ding hier? Was haben wir denn hier? Kirby ist ein Geist. Okay, aber das... Ja gut, man merkt schon, die Sammelsachen. Ach nee, stimmt, da war was. Ja, aber ich sag nichts, für die Leute, die es nicht kennen. Das hat was Besonderes auf sich. Hier gibt es drei Schatztruhen. Das mit dem Kirby ist ein Geist, das ist was ganz Besonderes. Zwar am Ende vielleicht nur... Oh, schön, mit Hintergrund, dass das hell wird. Vielleicht nur Spielerei. Oh, Rad. Kommst du her? Mit schöner Mütze auf. Rad, ich bin schneller als der Wind. Turbo schnell. Zu schnell. Man kann sogar springen. Stimmt, konnte man ja in den späteren Kirby-Teilen dann auch, gell? Hui. Und hier kommen wir normal drüber. Ich rase einfach durch. Das ist ja eigentlich gewollt, gell? So, ich glaube, Rad kann hier unten durch, ohne getroffen zu werden, gell? Ja. So, ja. Ich hau einfach mal ab. Meine Schatztruhe. Da. So, was ich übrigens mal wegwerfen kann, ich habe nämlich zweimal, wobei ich kann mal zweimal Feuer mischen und dann kriege ich automatisch Rad dafür. Okay, dann kann ich ja einmal Rad wegwerfen, weil habe ich schon im Inventar. Ich glaube, ich brauche Bubble, weil sonst komme ich nicht an die Schatztruhe. So, alles klar. Ja, damit. Weil mit Rad kann ich da leider nicht nach oben schlagen. Das ist ja der Gedanke. Ich mag die Köln-Musik einfach. Das ist einfach so.
Da kriegt man direkt sofort gute Laune. Oh, okay. Ein größerer Animal. Und das lässt mich immer treffen. Ich bin schlecht. Ich bin einfach schlecht. Ui, Achtung. Und schon ist im Blindlicht, okay. So, und den werden wir jetzt wohl auch brauchen hier. Sonst wäre kein Kampf, kein Gegner hier. Also man sieht ja unten links jetzt auch die Schriftrolle. Da können wir auch nochmal genau gucken, was haben wir da jetzt freigeschaltet. Man kann auch in weicher Erde jetzt graben. Okay, man bräuchte aber auch weiche Erde erstmal dafür, würde ich mal sagen. Da haben wir einen größeren Feuergegner. Also damit meint man halt vermutlich eine Stelle, wo man halt... Warte mal, ich muss mal eher ganz kurz zurück. Weil da war doch auch noch ein bisschen... Ne, das ist hier nur unten drunter, gell? Okay, alles klar. Weil ich glaube, der Sand ist so aufgebaut, dass man halt... oder die Erde. Dass man halt auch immer sieht, was man ausbuddelt. Genau. Und wenn es halt darum geht, dass man... eine Stelle hat, wo man normalerweise nicht graben kann. Also jetzt nicht unbedingt bei Stein hier, sondern bei anderer Erde, dass es dann auch möglich ist. Geh weg. Badabada. Dass man da vielleicht irgendwie so eine Kleinigkeit frei buddelt, so vom Gedanken her. Okay. Gibt ja drei Schatztruhen. Ich schmeiße übrigens auch mal noch das andere hier raus. Damit ich Platz habe. Okay. Hui. Okay, das war aber nicht gewollt gerade. Was war das denn jetzt? Ich habe nach unten gedrückt, denke ich mal. Da hätten wir auch Ninja-Fähigkeit. Vor allem, wenn man die Kabel nicht zu klein ist, fangen sie an groß zu werden, gell? Ja, wenn man nach unten drückt, dann buddelt er sich so nach unten. Aber nach oben geht es natürlich nicht. Okay, wird es dann weitergehen? Okay. Da ist sogar ein Schatz zu. Also die sind auf jeden Fall sichtbar versteckt. Alles klar. Die wollen wir ja auch haben. Ja, damit. Ich habe keinen Platz. Dann mal kurz die Süßigkeit schnappen hier. Die Kirsche. Und... ja. Sich nicht treffen lassen hier. Okay, man kann auch Gegner anspringen. Okay, alles klar. So, geh weg, du. Dankeschön. Ja, ist natürlich... Okay, man... Okay, ich lerne hier neue Fähigkeiten kennen. Das ist ja eigentlich doch relativ gut, die Fähigkeit hier. Also man kann wie beim Feuerball nach vorne düsen hier. Aber das geht doch auch nur in der Luft, gell? Irgendwie. Oder wenn ich halt vorher so gebuddelt habe. Okay, keine Ahnung. Irgendwie wird es halt gehen. Ich bin weg. Tschüss. So, hab ich alles gefunden. Yay! Okay, Kopierpalette. Wechsel den Palettenstil. Puzzleteil gehört zu einem großen Bild. Und Radschrift. Neue Fähigkeit erlernt. Okay. Werden wir dann beim Rad beim nächsten Mal sehen. Und mal ganz kurz mal was gucken, wegen den Farben von dem Untergrund. Genau. Also jetzt sieht man, ist sogar direkt oben. Da muss ich dann gar nicht wechseln. Also es sind eher die Muster, die sich da verändern, was das angeht. Nehmen wir mal das. So. Ist ja wie gesagt nur rein optisch, ist ja eigentlich wurscht, aber ja. Okay, nächstes Level hat nur eine Schatztruhe. Könnte vielleicht ein kurzes Level sein oder vielleicht eins mit einem Miniboss. Kann ja alles sein. Oh. Adventure-Musik. Oh, okay, verstehe schon. Gibt's da was? Nee. Da. Vor allem, wie das jetzt aussieht, wenn Kirby hier so fliegt. Also ob das irgend so ein übergroßes Eichhörnchen wäre, gell? Oh, Achtung. So, Schwertfähigkeit. Okay, wird ja garantiert runterkragen, genau.
Ich bin weg, tschüss. Oh. Das war vielleicht ein bisschen doof. Wobei eigentlich nicht, ist egal, ist egal. Ja gut, wie gesagt, es gibt einen Schatz zu, deswegen überlegen, gell? Okay, die ist sogar direkt hier. Ja, das war sogar wirklich ein kurzes Level hier. Und jedes Mal, wenn die da dran stößt, dann macht die zu. Okay. Ja gut. Kann vielleicht sein, dass immer kurz, also hier das Level vom Boss halt extra kürzer gemacht ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es ja dafür dann generell mehr Level, wenn man mal so will. So, Bumerang-Schriftfähigkeit, alles klar. So, also wir kommen wirklich schnell voran, was die Level angeht hier. Kaum drei Parts aufgenommen, hat man schon fast zwei Welten geschafft. So, nee, einen schaffen wir auf jeden Fall noch. Aber ist auch mal eine Abwechslung, oder? Dass man halt nicht so lang braucht für ein Level. Für ein pro Level halt generell. Lieber viele kurze Level als welche, die zu lang sind. Die Musik ist ein bisschen düster, wenn ich mal so sagen will. Ich habe gerade nicht geguckt, wie viele Schatztruhen es hier gab. Okay, interessanter Szenenwechsel. Einfach mal von Untergrund zu Feuer. Okay, ich glaube, ich sollte das mitnehmen. Was kann sein, dass ich Feuer auch einstellen kann? Oder zumindest entfernen kann. Okay, alles klar. Okay, das war jetzt nur so ein Zwischenschritt. Okay. Kann man vielleicht auch extra, damit man halt die Eisfähigkeit bekommt. Oh, Lava. Das kann sein. Wenn ich Lava immer sehe, denke ich immer, die könnte steigen. Ja, genau hier zum Beispiel. Hier könnte man theoretisch auch hinkommen, aber ist die Chance eigentlich höher, dass man getroffen wird. So, ich muss mal leider was wegwerfen, weil ich gar nicht sonst keinen Platz habe. So. Warte mal, ich könnte ja mal ganz. Nee, ich will Eis nicht hergeben. Ich wollte nämlich gerade nochmal gucken, ob wir vielleicht mal kurz Grad probieren können. Aber man kann allgemein die Lava einfrieren, okay. So. Wenn man die passende Fähigkeit hat, gell, dann kommt man auch gut voran. Okay, wenn es jetzt so aussieht, dann kann man sich wohl die Fähigkeit aussuchen, aber ich... Soll ich Eis bleiben? Na, ich bleib Eis. Oh, ein... Oh, okay. Ich denke, da ist langsam und dabei rollt er erstmal los, gell. Rollt er zurück? Nee. Man sollte halt langsame Gegner nicht unterschätzen, gell. Kennt man ja vom Blocky. Na. So. Ich denke mal, das brauche ich. Weil der vielleicht als einziger durch diese komischen Steine da kommt. Könnte ja sein. Ja, alles klar. Okay. Genauso war es eigentlich gedacht. Ich bin so langsam. Klettert auch langsam die Leiter hoch? Ja, okay. So, weg hier. Nehmen wir uns mal hier Fighter wieder zurück. Ja, damit. Fighter ist ja eigentlich auch eine coole Fähigkeit, weil die einfach so viele verschiedene Attackenmöglichkeiten hat. Dauert mit nix, okay. Also von den Verstecken muss man ganz ehrlich sagen, bisher ist es noch relativ simpel aufgebaut, das Spiel. Man sieht, wenn man was übersehen hat. Und hier ist wieder das Level wieder witzigerweise länger, gell? Wenn man es mal so vergleicht. Oh. Okay, den muss ich halt jetzt... Ich muss jetzt vor ihm ans Ziel, denke ich mal. Oder ihn verprügeln, sage ich mal. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken. Ich brauche nämlich Platz. Na. Toll. Das war nix. Und weg ist er, gell? Ich hab alles, ich gehe einfach, tschüss. Das war jetzt ein bisschen Hektik, ja. Aber das meine ich halt damit, dass der einem nicht dazu klauen kann. Ich glaube echt, wenn er in seinen Bau geht, dann ist vorbei.
Yay, Puzzleteil. Beamschrift, okay, neue Fähigkeit erlernt und eine Geheimtür freigeschaltet. Okay. Und sogar Schrankteil des Boss, gell? Okay. Aber gut, wir haben auf jeden Fall wieder die Zeit erreicht. es geht wirklich schnell, muss ich sagen. Aber ist vielleicht ganz schön so, gell? Sondern da hat man nicht unbedingt jetzt nur so die Zeit vom nur zum Suchen, sondern auch viel halt auch einfach nur spielen und Spaß haben, gell? Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby Mouse Attack sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag auf Twitch streame, immer ab 18 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.